Messi, erste Mal. Oh mein Gott. Jungs, das wird der krasseste Stadionblock. Oh, Hakimi, renn, Junge. Was geht ab, Leute? Neuer Stadionblock ist am Start. Visca PSG versus Manchester City. Nein, kleiner Spaß. Ich bin natürlich heute da, um Messi zu supporten im wichtigen Gruppenspiel um Platz 1. Damit man Teams wie Bayern im Achtelfinale aus dem Weg geht. Ich habe noch ein zweites Messi-Trikot dabei. Argentina! Vamos, carajo! So, Leute, sonst? Ja, ich bin gestern schon angereist. Ach ja, by the way, ich wollte euch noch mein neues Tattoo zeigen. Das habe ich nochmal nachstechen lassen. Und jetzt ist der komplette Unterarm voll. Das glänzt gerade noch, weil ja, das muss ich noch eincremen, weil das noch mitten im Heilungsprozess ist. Nicht wundern. Aber ja, sieht auf jeden Fall jetzt echt cool aus. Noch eine schnelle Roomtour für euch. Ja, hier so ein Motel One Zimmer einfach genommen. Jawohl, kommt gerade aus der Dusche. Und ja, Bett. Es ist schon dunkel draußen, by the way. Hier ist ja Zeitverschiebung. Also gerade ist 17 Uhr England-Zeit, aber trotzdem schon stockdüster. Ich sitze im City-Block, deswegen lieber ja den Pullover angezogen, aber trotzdem Messi am Start auf den Ärmeln und Nummer 10. Lego! Ich habe jetzt Mütze angezogen, weil es ist wirklich arschkalt hier in Manchester. Jetzt geht's aber Richtung Stadion. In 3 Stunden geht das Spiel los. Oh, Weihnachtsbaum ist hier schon am Start. Ja, Feliz Navidad. Ich glaube, es ist unüberhörbar, dass ich sehr, sehr gute Laune habe. Ey, wirklich, es ist wie ein Champions-League-Finale heute wieder. Man City vs. PSG. Ich war noch nie im Etihad Stadium. Wir waren auf dem Hinspiel. Messi hat da sein erstes Tor gemacht. Komm, leg heute nach, Leo. Ich muss jetzt hier durch den Tunnel laufen. Mein Hotel ist sogar 2 Kilometer vom Stadion entfernt. Es regnet auch ein bisschen. Alright, Destination Etihad Stadium, 32 Minuten zu Fuß. Überall wieder diese Backsteinhäuser, ne, in Manchester. Ist halt echt nicht die schönste Stadt. Wetter lässt auch zu wünschen übrig, aber das ist mir komplett egal. Freunde, bei mir kam vor ein paar Tagen noch eine richtig geile Sache an und die seht ihr jetzt. Das ist unfassbar, was mir hier zugeschickt wurde. Ein 86 Zoll Fernseher der LG QLED Mini LED Reihe. 217 cm Diagonale. Feierabend. Oh mein Gott. Damit ihr mal den Vergleich seht, hier ist ein 75 Zoll Fernseher, auch von LG. Und das hier ist der 86 Zoller. Also ist wirklich nochmal ein Riesenunterschied. Nee, gut. Ich muss erstmal auf dem Fernseher ein bisschen klarkommen. Die erste geile Funktion, die ich euch zeigen möchte, ist die Sport-Alarm-Funktion. Man kann hier direkt sein Lieblingsteam hinzufügen. In meinem Fall natürlich FC Barcelona, gehen wir hier auf La Liga. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel schon die ganzen kommenden Matches von Barca und wir können hier oben dann einstellen, welche Mitteilungen wir bekommen möchten. Hier zum Beispiel Alarm für Spielbeginn, Toralarm in Echtzeit. Also wenn man im Fernsehen guckt, dann kommt unten links zum Beispiel so ein Pop-up und dann bekommt man sofort ein Tor mit und kann dann direkt zum Spiel switchen. Ich habe hier im Hintergrund schon die Camp Nou Stadion-Tour angemacht. Man denkt einfach, als ob man gerade selber hier im Stadion ist. Außerdem gibt es noch die QNED Motion Pro Funktion, damit schnell bewegte Sportarten wie zum Beispiel Fußball ohne Flimmern und Unschärfe angezeigt werden. Der Fernseher hat auch ein geiles Bluetooth-Surround-System. Man kann zum Beispiel hier bei Klangmodus auch noch zu Fußball switchen. Ich gehe so weit hinter und der Bildschirm wird einfach gefühlt nicht kleiner. Also ich glaube, ab sofort habe ich auf jeden Fall das perfekte 3D-Stadion-Erlebnis für zu Hause. Link zu LG findet ihr in der Videobeschreibung ganz, ganz oben verlinkt. Vielen, vielen Dank für diese Kooperation und jetzt geht's weiter mit dem Video. Und da bin ich auch schon wieder. Ey, ich laufe hier wirklich durch irgendwelche Gassen hier Richtung Arena. Boah, was hier rumfährt, ne? Einfach ein Urus All Black. Was ein Traumauto. Dieses Gebäude war mal eine Bank. Das muss ja richtig lange her sein. Tschüss. Here we go, der erste kleine Fanstand. Und da ist das Stadion, wo heute die Scheichclubs aufeinandertreffen werden. Ich bin so impressed jetzt schon, ne? Es ist extrem modern, aber das kennt man ja nicht anders aus England. Dieser Verein schwimmt ja auch in Geld. Okay, erstmal orientieren, Freunde. Für mich heute auch hier was ganz Neues. Hier ist schon mal direkt ein riesen Parkplatz für Autos. Und hier sind auch so LKWs mit riesigen Antennen. Wahrscheinlich ja die TV-Kanäle halt, ne? Und direkt hier ein Rolls-Royce, ne? Ja, auch typisch englisch. Noch ein älteres Modell, oder? Kenne mich nicht so gut aus. Boah, aber das sieht trotzdem von vorne ja mal unnormal heftig aus. Was für ein Monster. Ey, Freunde, ne? Ich muss gerade noch mal emotional werden. Vielen, vielen Dank einfach für diesen unfassbaren Support. Ich kann diesen Traum leben, heute wieder Messi sehen bei so einem unfassbaren Champions-League-Spiel. Ja, ich gebe weiter Gas für euch. Lasst jetzt schon mal ein kostenloses Abo da, um die nächsten Vlogs nicht zu verpassen. Hier läuft anscheinend auch schon so ein kleines Konzert. Da ist der erste Weihnachtsbaum und noch einer. Ey, let's go. Was für ein Voice Crack. Let's go. Ah, das ist der VIP-Eingang hier. Da sehen wir es.
Die haben sogar das Man City-Wappen auf die Straße gemalt. Der Mann hat schon einen PSG-Schal und einen Man City-Schal. Ah, den will ich auch. Sehr viele Leute warten hier in der Hoffnung, ehemalige Spieler oder so zu sehen, die heute auch hier eingeladen sind. Also von außen schon mal 10 von 10 das Stadion. Ich habe hier zwei Fans getroffen. What do you predict for today's game? 2-1 PSG. Messi 2 goals. Let's go, hopefully. And you? Okay, yeah, good luck, yeah, bye. Der Opi sagt unentschieden, der andere 2 Tore Messi. Die haben hier wirklich so einen riesigen Campus. Hier ist zum Beispiel noch so ein Office vom Verein. So, wir erkunden gleich alles zusammen, aber ich hole mir jetzt erstmal so einen Erinnerungsschal noch und danach snacken. So, was haben wir hier? Trikots natürlich, das brauche ich nicht. Mützen habe ich schon und ja, dann den Schal holen wir uns, der sieht gut aus. Ich bin mit C-Gerät, das ist sogar ein Man City-Wappen. Ich habe jetzt hier noch so einen mexikanischen Burrito gesnackt. Geschmacksprobe? Oh. Boah, heftige 10 von 10, wirklich, ehrlich, sehr, sehr gut. Mm. Man City, die aktuellen Premier League Champions, ja, die waren auch hauchscharf davor, letzte Saison die UCL zu gewinnen. Wir laufen jetzt mal dort lang, das sieht sehr, sehr interessant aus. Hier ist übrigens noch eine riesen Statue. Okay, hier ist kein Spielername oder so abgebildet, aber die ist ja wirklich riesig. Ah, okay, von der Seite des Stadions kann man quasi die Geschichte von Man City nochmal nachlesen. Und ja, hier spielen ein paar Kids noch Fußball. Welcome to City Square. Okay, hier sitzen ja die ganzen Fans. Ich habe mich schon gewundert. Ihr snackt hier alle was, trinkt ein paar Bierchen. Da läuft noch, was ist das? Ah, da laufen noch die Highlights von den letzten Spielen laufen hier. Oh, da, wo die United weggeklatscht haben. Hört ihr das? KSI-Musik einfach im Hintergrund. So. Was gibt's jetzt hier noch? Blue Moon Café? Ich glaube, dort hinten geht es wahrscheinlich Richtung Metro. Pizza. Oh, Digga! Ja, der Burrito war so groß, aber ich hole mir Steak noch irgendwas Süßes oder so. Fish and Chips? Ah ja. Yeah! Oh, und das ist ein riesiger Fanstore. Den müssen wir auch gleich abchecken. Hier gibt es keine Maskenpflicht, by the way, Freunde, falls ihr euch wundert. Okay, das sieht natürlich geil aus, ne? Das Man City Wappen und dann noch diese ganzen riesigen Buchstaben. Und noch ein riesiger Stand. Also man merkt wirklich an jeder Ecke, wie viel Kohle dieser Verein hat. Hier produzieren die wahrscheinlich noch für ihre eigenen Social-Media-Kanäle, ne? Machen hier noch so eine kleine Show auf der Bühne. Aber wir gehen jetzt mal in den Fanshop hinein. Der Laden ist hier auf jeden Fall riesig und er ist auch mehrstöckig. Wir gehen mal nach oben. Ja, komm, wir gönnen uns mal jetzt den Lift. Mein Tipp heute, 3-2 für Paris, 2 Tore Messi. Messi trifft heute auch auf seinen alten Trainer Pep Guardiola. Die ganzen Leute stehen hier an, um ihre Trikots dort hinten beflocken zu lassen. Und ja, der erste De Bruyne ist am Start. Da hinten, glaube ich, noch die Umkleidekabine. Ah, nee, Freunde, ich glaube, von hier kann man seine Stadiontour starten. Da ist auch die Premier League Trophy. Hier ist auch noch so ein Stand, da kann man noch Bilder von sich schießen lassen. Sehr, sehr nice. Ach krass, der Verein wurde schon so früh gegründet. Es geht immer so ein bisschen unter, ne, wegen dieser Scheich-Sache und so. Ich stehe übrigens schon Securities mit Champions League Westen. Das ist so eine Box quasi, da kann man die heutige Spielzeitung sich holen. Und da ist, schaut mal, Kun Agüero, Freunde, absolute Man City-Legende. Auf jeden Fall nochmal gute Besserung an ihn. Es ist wirklich unfassbar traurig, dass er jetzt wegen seinem Herz wahrscheinlich seine Karriere beenden muss, vorzeitig. David Silva hat hier einfach so eine Iced-Out-Statue bekommen. Sheesh. Oh, lol, eine Seite vom Stadion wurde sogar nach ihm so benannt, oder was? Also dieser Campus hier ist wirklich riesig. Ich laufe seit 30 Minuten rum, um hier erstmal alles anzuschauen. Reichlich Polizei ist auch hier vom Stadion. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass es hier gar keine Fangesänge oder so bisher gibt vom Spiel. Also insgesamt ist es hier sehr ruhig, aber trotzdem harmonisch, würde ich sagen. Ich laufe hier so ganz chillig, auf einmal hinter mir, Barca, ey, 2 Österreicher da. Wir sehen das erste Mal heute Messi und er kennt mich sogar schon seit Black Ops 2. Ja. Krass. Jungs, was tippt ihr? 2-1 PSG, ein Tor Messi, ein Tor Okay, und du? 2-1 auch Paris, okay. Ah ja, perfekt. Let's go, Leute! Okay, hier ist alles schon mal so türkis gehalten, in Vereinsfarben, der Boden und so. Erster Blick ins Stadion gleich. Oh. Bruder, ich bin so hyped, ne? So, ich muss erstmal aufs Klo, ne? Dampf ablassen, aber da nehme ich euch nicht mit. Leute, oh mein Gott, erster Blick ins Stadion, ihr glaubt es nicht, als ob ich solche Plätze habe. Ich flippe gleich komplett aus, ne? Oh, wie nah bin ich denn gleich hier am Rasen? Warte mal, ich muss Reihe P gehen. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Richtig geiles Stadion. Oh, ich bin so nah am Rasen, Leute. Wir können Messi gleich in die Augen schauen, wenn er sich aufwärmt. Okay, P bin ich. Das ist meine Reihe. 112. Weiter, weiter, weiter ein bisschen noch. Genau das ist mein Platz. Oh, was ist das?
Ich bin ja genau bei der Mittelfeldlinie, also besser geht's nicht. Boah, nee, oder? Ich fresse gleich einen großen Besen, ich sag's euch. Nicht nur einen Besen, sondern einen großen Besen. Da hinten werden die PSG-Fans sitzen, die sind schon abgetrennt hier mit den Securities. Hello, do you have tea? Yeah. Yes? Okay, I take one tea, please. In einer Stunde geht das Spiel los, ich schlürfe jetzt hier noch einen leckeren Tee. Übrigens, auf meinem Schal sind noch beide Daten verewigt. Einmal der 28.09., wo wir im Parc des Princes waren. Und heute im Etihad Stadium, 24. November. Leute, ich schlürfe meinen Tee, auf einmal höre ich von oben. Anton, was geht? 56 Minuten noch, das ist die Aufstellung. Sterling von Anfang an, Silva, Mahrez, Gündogan auch zum Beispiel noch. Dann bei PSG. Oh yeah, baby, die magischen drei da vorne. Messi über Benzema von Anfang an. Genau über uns, hier auf dem Geländer, ist der Mann, der fürs Fernsehen alles filmt. In wenigen Minuten kommt die Mannschaft rein. Es wird gut Stimmung gemacht vom DJ. Die PSG-Fans melden sich auch so langsam. Hurry! Man City kommt rein. Und sie wird einfach ausgepfiffen im eigenen Stadion von den PSG-Fans. Unfassbar, ne? So ein bisschen wird geklatscht, aber... Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von den City-Fans. Also da könnten die schon lauter applaudieren. Kyle Walker haben mich hier links, zieht sich gerade das Leibchen an. Da ist Raheem Sterling auch am Schlüssel. Und da haben wir noch Gündogan. Servus. Und PSG kommt rein. Oh mein Gott. Hey, Leo wird gleich so auf unserer Seite sich warm machen. Wo ist er? Da, Leo. Dalle, Leo. Und die Leute gucken mich so an, ist mir so egal. Leo. Da vorne ist er, Leute. Oh mein Gott. Digga, da ist er, Freunde. Ja. Oh, oh Gott, Anton, beruhig dich. Beruhig dich, Anton. Alter, ich glaub's nicht, Jungs. Ey, ich muss... Mann! Freunde, ich muss flitzen eigentlich. Schau mal, soll ich flitzen? Da ist kein Security hier. Nein, das kann ich nicht machen, Freunde. Das krieg ich für immer Stadionverbot. Aber da ist kein Security oder so. Ich könnte jetzt einfach dahin rennen. Oh mein Gott, Leo. Oh mein Gott, Leute. Ey, ich schwöre, ich gehe jetzt weiter runter. Versuche mich irgendwie hinzusneaken, noch näher. Schaut mal, wie viele Handys draußen sind. Okay, näher komme ich nicht, da ist alles voll. Oh mein Gott, was sind das für Aufnahmen? Oh mein Gott, Freunde. War schon ein paar Mal im Camp Nou nah an ihm dran, aber so nah noch nie. Weil man ist halt so auf Rasenhöhe und das Stadion ist so kompakt. Ey, das ist so surreal. Neymar mit der Mütze da am Start. Mbappé, die auch mit dem Rollkragen. Messi passt da gerade mit seinem Buddy Zumba Neymar hin und her. Oh, gute Annahme. Und zurück auf Leo. Die PSG-Fans sind echt laut vom Spiel, aber City wirklich mucksmäuschenstill. Das kann doch nicht sein. Ich hoffe, die drehen während dem Spiel gleich auf. Schau mal. Bruder, das wird ein Stadionvlog, Jungs. Lass jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, ey. Komm schon. Dolle Leo. Das für Aufnahmen! Oh mein Gott! Boah, jetzt kommt es wieder richtig nah dran. Genau hier! Oh mein Gott! Leo! Mama, Leo! Oh, ey, ich glaube es nicht, ne? Es ist doch fake, dass ich hier bin. Messis Bilanz übrigens gegen Man City. 7 Spiele, 7 Tore und 3 Assists. Einer seiner absoluten Lieblingsgegner. So, Ball auf Mbappé. Boom! Oh, nee. Oh, schön in den Winkel. Leo noch mit dem Freistoß. Ole. Oh, let's go, Carajo! Oha, die Lichter wurden ausgeschalten. Was geht jetzt hier ab? Boah, das ist schon ein heftiges Stadion. Alter, das ist ja wie ein Konzert hier jetzt. Mit Live-DJ und alles drum und dran. Bruder, sieht das krank aus. Yeah, und die einzigen Fans immer noch, die man hört, Fans. Ah ne, jetzt melden sich glaube ich auch die City-Fans, wenn ich das nicht höre. Schaut mal, wie schön hier diese Champions League-Bälle da platziert sind an der Seite. 1 und Nummer 2. Oh, bisschen Feuerwerk hier auch, oder was? Zack, zack, zack. Oh, also vom Namen ist es ja sowieso heute wie im Champions League-Finale. Habe ich euch mal ein paar von mir schon erwähnt. Mal schauen, beide sind ja schon weiter, aber es geht um den richtigen ersten Platz. Boah, das wird gleich so Gänsehaut, wenn hier gleich die Hymne losgeht, ne? Okay, jetzt hört man die City-Fans. Ja, das sind sie. Das ist die Kurve von denen, wo die auf jeden Fall lauter sind. Aber von der Seite, no joke, noch nichts gehört. Sehr, sehr schön. Oi!
Ja, jetzt ist eine geile Atmosphäre, Mann. Jetzt sind die Fans auch laut. Jawohl! Und die Mannschaft kommt rein. Oh, er zeigt mit dem Finger. Ah, okay, es läuft erstmal noch die City-Hymne. Ja, das will ich hören! Jawohl! Jetzt aber! Galileo! Ich glaube, ich kann ohne Probleme in diesem Bereich so anfeuern, ne? Weil ich habe schon ein paar gesehen, die hier in der Nähe von mir sitzen und die auch PSG-Trikots überan haben. Also gar kein Problem. Oh yeah, baby. Wo ist er? Leo! Carajo! Neymar als letztes. Und gleich die Hymne, Jungs. Oi, oi, oi. Es wird geboot während der CL-Hymne. Eben mit Sterling abgeklatscht. Ey, vor allem, was sind das für Aufnahmen? Also ich komme nicht drauf klar, ne? Es ist einfach surreal, dass ich hier bin. Mbappé, Alter, guck dich diese Digga. Ich habe alle drei gerade eben drauf. Auf Pitchhöhe. Oh mein Gott. Kilian leitet das Spiel ein. Da erstmal natürlich. In England übrig. Üblich meine ich. Ja. Und jetzt los geht's! Galileo! Das ist eine gefährliche Freistoß. Oh mein Gott! Oh. Oh, was passiert da? Oh, ausgerechnet! Oh mein Gott! Oh, Messi, erste Pass. Oh! Oh, Messi, erste Pass. Oh! Leo! Ich hab's drauf! Kamera, den Panner! Let's go, Hakimi, komm! Einfach, ich schwöre, 40 Meter vor meinen Augen hat er ihn gepannert. Come on, Galileo. Ja, komm! Sehr gut. Oh mein Gott. Jungs, das wird der krasseste Stadionblock. Oh, Hakimi, renn, Junge. Ah, Messi im Rückraum. Neymar. Schieß. Messi. Oh, schade. Oh. Hand? Oh, ich weiß nicht, ob es Hand war. Ich hab's nicht gesehen. Oh, Messi schimpft da gerade, ne? Mit Hakimi oder mit Herrera, glaube ich. Wenn man so nah dran sitzt, ne, man bekommt auch solche Kleinigkeiten mit, ne? Wie die Spieler miteinander sprechen, Ansagen sich geben und so. So interessant. Okay, Leo. Oh, schöner Ball. Hey, Daniel! Daniel, how are you, bro? How's it going, mate? You're right. Good. Yes. Einfach Daniel da, Leute. Mit ihm war ich zusammen auf dem Champions League-Finale in Porto. Cool, so random. Messi, überragender Ball, super. Oh, oh. Oh! City ist am Drücker, leicht besser in der Anfangsphase. Die Fans sind auch jetzt spätestens alle wach. Feuern ihre Mannschaft an. Gute Stimmung. Ja, ja, komm. Messi mit Platz. Ja, ja, ja. Sehr gut. Oh mein Gott, so viel Glück hat PSG wieder. Paris hat so viel Glück. 32. Minute. Da war's, nächste Parade. Alter, was machen die? Schaut mal, wie das Stadion jetzt ausrastet. Die spielen gerade PSG an die Wand, ne? Oh. Sehr gut. Oh. 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 Da liegt er, Freunde. Er hält sich das Gesicht mal noch. Ey, bitte, ist nicht verletzt oder so. Hallo! Ja, Messi deutet an, dass er Ellbogenschlag oder so bekommen hat. Ja, sagt da einer fuck off und beleidigt ihn, du kleiner Fleischfratz. Was ist alles? Der Typ ist ja eine Legende mit seinem Kostüm. By the way, Leute, Guardiola erstens hier. Und links Pochettino. Glaubt ihr, der geht bald zu Man United und Zidane kommt dann zu PSG? Schreibt's mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Pille rollt auch schon für die zweite Hälfte. Kurzes Fazit zur ersten Halbzeit. Am allerkrassesten ist einfach, dass man auf Rasenhöhe sitzt und du das halt alles von mittendrin mitbekommst. Ne?
im Fernsehen denkt man manchmal so, ey, warum spielt er nicht da und da rüber? Aber wenn du auf dieser Pitchhöhe bist, du siehst einfach, wie wenig Raum die Spieler haben, wie eng alles beieinander ist. Einfach Flash. So, weiter geht's. Man muss insgesamt sagen, mega unverdient für PSG, weil City hat die echt an die Wand gespielt in der ersten Hälfte. Aber okay, so ist Fußball. Ah, jetzt hört man sie, ne? Aber die City-Fans melden sich auch zu Wort, halten dagegen, damit man die Paris-Fans nicht allzu laut hört. Geile Stimmung aber insgesamt, Freunde. Komm, jetzt noch ein Tor von Leo und dann let's go. Neymar, by the way, jetzt auf unserer Seite zu dieser Halbzeit. Die PSG-Fans singen Messi, Messi, Messi. Eine ganz andere zweite Halbzeit jetzt. Oh, nächstes Foul. PSG spielt jetzt viel besser seit dem Tor. Na, die legen sich auf, die Engländer. Oh, Messi leitet Konter ein. Komm, Leo. Dale, Leo. 3 gegen 3 Situation. Auf Neymar, links. Zurück auf Leo. Schieß! Oh! Krasse Atmosphäre am Start. Am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht von den City-Fans, aber jetzt ist das wirklich ein Hexenkessel. Di Maria wurde jetzt eingewechselt, Messi ist jetzt mehr im Zentrum. Toll, jetzt kriegt er den Ball, schön. Let's go, Leo! Einer hinter uns hat gesagt, you're shit, that's Messi, not shit. He's definitely pretty good at football. Yeah. Super Zusammenspiel. Oh mein Gott! Was eine heftige Aktion, ne? Am Ende von Neymar. Bisschen Pech. Schade. Messi, by the way, bisher noch kein Tor, aber heute sehr, sehr gut. Noch keinen einzigen Ball verloren. Ich glaube, nur einen Fehlpass. Oh, gute Aktion von Gündogan. 2-1. Schon. Di Maria auf Mbappé. Oh. Ich glaube, es war's. Es war's. Das Spiel ist zu Ende. Nach dem 2-1 ist nicht mehr viel passiert, Freunde. Oh, Flitzer, Flitzer, Flitzer. Er hat es geschafft zu Messi. Oh mein Gott, bin ich neidisch. Er hat ihn berührt. Ein Kind ist sogar geflitzt. Ich fass es nicht. Oh, das darf aber nicht zu Leo. Oh, es tut mir so leid. Hey,
Pferde sind auch. Oh mein Gott, wie groß ist der? Tschüss. Na, noch zwei. Servus. Alright, Freunde. Absoluter 10 von 10 Tag. Wie gesagt, so nah an Messi war ich noch nie, Freunde. Und ich finde es immer noch erstaunlich, wie Guardiola mit diesem City ohne diese Stammkräfte PSG an die Wand gespielt hat. Ne? Aber ja, verdient. War trotzdem absoluter 10 von 10 Tag. Lasst einen Daumen nach oben da für diesen Stadionvlog. Haut rein und Peace.